den man ewig durchgespielt hat, legendär. Und nur mit diesen Spielstufen erreicht man auch solche hohen Levels. Dafür geben die Monster hier viel zu wenig Erfahrungspunkte, dass man so hochkommt. Nehmen wir den Energietrank auch auf, weil ich einen bräuchte jetzt aber. Jetzt haben wir gegen so viele Monster gekämpft hintereinander, dass meine ganze Energie weg war. Okay, große Kiste, Gesundheitstrank, Amulett der Stärke. Noch ein Gesundheitstrank. Sehr schön. Wir haben jetzt nämlich nur noch 28. Verbraucht doch hier eine ganze Menge. So, gehen wir die andere Richtung noch lang. Vielleicht schaffen wir heute ja die Hallen des Prometheus zu durchqueren und den letzten Gegner hier in Ägypten zu besiegen. Zombies. Große Kiste. Ein Helm. Mich mal interessieren, wie der aussieht. Hm. 129 Leben gab's die. Hat der dazu gegeben. Okay, haben wir die beiden Räume, also die beiden Seitenflügel. Jetzt durchquert, jetzt gehen wir wieder in die Hauptrichtung, wo ich denke, wo wir auch bald dann zum Ende kommen werden dort. Ich hoffe zumindest, dass es nicht so lang bestreckt. So, Außenpanzer, ich glaube, das haben wir noch nicht voll. Doch, haben wir schon voll. Na gut, lassen wir was drin. Wenn wir vielleicht später noch benutzen. Ich habe gerade mitbekommen, ich habe hier 23 Punkte noch frei, die ich vergeben kann. Ganze Menge. Also wenn wir dann später einen guten Gegenstand finden, haben wir gleich die passenden Möglichkeiten, Punkte zu verteilen, um den Gegenstand zu nutzen. Und hier gibt es wieder zwei Seitenflügel. Na gut, gehen wir lang. Hui. Meine Wächterstatuen aus Sandstein. Ich liebe die Dinger. Nein, ich bin gestorben. Hab gerade 9 gedrückt. Hat nicht geklappt. Verdammt. Mein erster Tod in Ägypten. Letztes Mal hatte ich das noch angedeutet, dass ich ja noch nie gestorben bin hier und ja, ach, ärgerlich. Aber so weit sind wir von nicht entfernt von dem Punkt, wo wir gestorben sind. Ach, ist das ärgerlich. Naja, passiert. Habe ich jetzt nicht gerade, oder ich habe auf die Energie geachtet, habe so leichtsinnig reagiert. Hab den Trank zu spät, also die Taste 9 zu spät gedrückt, um den Trank zu nehmen. Na gut. Lehre daraus gezogen, nicht so leichtfertig sein mit den Gegnern hier. Gerade wenn es so viele sind. So, achso, das war zu früh abgebogen. Nochmal hier lang. Genau. Und dann ab nach links zu unserem ehemaligen Grab.
Hier ist auch kaum noch was. Diese Kiste kurz mal öffnen. Ich entschuldige mich gerade dafür, für die Geräusche. Ich habe vergessen, mein Handy auf leise zu stellen. So. Okay. Kämpfen wir mal gegen die Kreaturen. Haben wir irgendwas noch Interessantes hier? Ach, wir haben kaum noch Platz zum Tragen. Würde auch gleich rummeckern. Deswegen gehen wir mal zurück ins Tal der Könige. In der Zwischenzeit mache ich mal mein Handy lautlos. Stumm. So. Soweit gerade. Ach, egal. Verkaufen wir auch hier. Hier ist gleich der Händler in der Nähe. Ja, können wir verkaufen, verkaufen wir Ringe, verkaufen wir, das ist ein schöner Ring, verkaufen wir trotzdem, verkaufen wir, ja, weg damit, weg. So, achso, hier haben wir noch 15 Stärke, ja, weg. Das ist gar nicht so schlecht. Gerade mit dem zusätzlichen Widerstand. Okay. Gehen wir wieder nach Theben in den Tempel. Und sammeln die Gegenstände auf. So. Trank nehmen und weiter geht's. Vielleicht zur letzten Kammer. Ach, wer glaubt. Schöne Magma-Käfer wieder. Ja, jetzt haben sie gerade ihre Spezialfähigkeit eingesetzt. Okay, gehen wir wieder runter. Weiter tiefer in die Hallen des Prometheus. Hier ist noch ein Knochenhaufen. Da mal schauen. Nein, leider kein Tränker. Aber hier ist wieder eine massive Steintür. Trank vorher nehmen. Noch eine massive Steintür. Massives Steintor. Trank vorher nehmen. Und hier haben wir unseren zweiten. Na, jetzt komme ich auch nicht in den Namen. Talkine, genau. Der dritte insgesamt, den wir jetzt haben. Gerade verlangsamt der Angriff. Aber der ist auch nicht so stark. Haha, da fliegen sie weg. Dank Volltreffer, den, wo ich so viel Schaden mache. Trank noch mal nehmen. So. Der lässt noch was? Keine magische Kugel. Schade.
Aber hier haben wir noch was Schönes. Das sah doch toll aus. Ein blauer Gegenstand. Gucken wir gleich. Ein paar Armreife. Ah, schade. Ist zwar schön, aber... Nee. Ist es leider für Magier vor allem. Aber es geht weiter. Wir haben noch nicht das Ende des Tunnels gefunden. Beziehungsweise das Portal haben wir noch nicht entdeckt. Und da kann ich meinen Stab vielleicht reinsetzen. Geht's hier noch weiter? Nein. So, dann Portal nach Babylonien. Wollen Sie nach Babylonien rein? Wollen Sie das Portal nach Babylon betreten? Na klar wollen wir das.